Ich möchte mit euch heute in diesem Video Schritt für Schritt eine Weihnachtsbaumspitze entwerfen. Ich habe davon schon ein paar konstruiert und die schnellste und einfachste Methode habe ich euch hier ausgewählt. Das Ganze werden wir in Fusion 360 machen und ich werde von Fusion aber nicht bezahlt oder gesponsert. Und ich hoffe, dass ich euch hier ein bisschen was zeigen kann in Fusion und dass ihr da was von mitnehmt für eure eigenen Konstruktionen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß in diesem Video. Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal Druck dir das. Mein Name ist Dennis. Wir wollen jetzt zusammen die Weihnachtsbaumspitze erstellen. Dazu erstellen wir uns erstmal eine Skizze. Gehen wir hier auf Skizzenmodus drauf und wir wollen frontal auf unsere Skizze drauf gucken. Dazu gehe ich hier oben auf vorne drauf und wir haben jetzt hier eine Fläche, die wir mit linker Maustaste auswählen können. Und hierauf erstellen wir unsere Skizze. Ich nehme eine Linie und zeichne hier erstmal eine Mittellinie rein. Bestätige die erstmal und setze hier nebenan auch nochmal eine Linie rein. Bestätige ich auch wieder. Jetzt richte ich die beiden obersten und untersten Punkte horizontal zueinander aus. Dazu gehe ich hier auf Horizontal und drücke die beiden Punkte hier oben und die beiden Punkte unten an. Und mit diesen Zeichen, die hier dran gebunden werden, hier oben, diese Torte, sage ich mal, so sieht das aus, ist das ein Zeichen dafür, dass die zueinander horizontal sind. Mit Escape verlasse ich diesen Modus wieder. Jetzt drücke ich die Taste Dora, um eine Bemaßung zu machen. Dazu gehe ich auf die Mittellinie, drücke linke Maustaste und ziehe mir hier eine Bemaßung auf. Die soll 200 sein. 200 mm hoch. Das wäre für unsere Weihnachtsbaumspitze die Z-Achse. Wenn ich das jetzt mit Enter bestätige, seht ihr schon, dass die andere Linie auch gleich mitgezogen wird. Die hier. Und das macht sie deswegen, weil wir die beiden hier horizontal gesetzt haben und die einen Bezug zueinander haben. Außerdem bemaße ich hier unten noch den Abstand mit 25 mm. Mein Drucker ist ein Anycube i3 Mega S und hat eine Druckhöhe von 205 mm. Deswegen habe ich hier 200 mm angesetzt, damit ich noch ein bisschen Toleranz habe und er in Z das auch drucken kann. Die 25 mm hier unten habe ich mal im Internet recherchiert, sind halt Weihnachtsbaumspitzen, die meisten 5 cm breit. Und ich erstelle mir nur die eine Hälfte, quasi den Radius. Und er wird mir das dann zu einem Modell im Anschluss noch auffahren. Das werde ich euch dann noch zeigen, wie das funktioniert. Und jetzt haben wir hier halt den Bereich definiert, wo wir dann die Skizze erstellen können. Und das machen wir jetzt auch. Wir erstellen uns jetzt die Weihnachtsbaumspitze, die wir gerne haben wollen. Ich fahre mir das jetzt so hin, dass ich möglichst die beiden Punkte hier im Sichtfeld habe, damit ich weiß, wo Anfang und Ende ist. Und wir müssen jetzt auch eine geschlossene Kontur konstruieren. Ich gehe hier auf Linie drauf und erstelle mir hier unten erstmal den Fuß. Den mache ich 40 mm hoch. Bestätige das hier mit dem Haken und muss hier unten auch noch eine Verbindung schaffen, damit sie die Konstruktion hier unten dann schon mal geschlossen ist und das eine Fläche ergibt. Den Linienmodus kann ich mit Escape jetzt verlassen und ich nehme am liebsten dann immer diesen Spline-Modus. Drücke da auf Spline drauf und nehme mir diesen Punkt wieder und fange hier an, einmal die linke Maustaste zu drücken und dann kann ich hier eine Linie auffahren. Hier ist es für euch dann wichtig,
dass ihr so oft wie möglich die linke Maustaste drückt, um hier möglichst viele Punkte zu entwerfen. Ich zeige euch das mal. Ich drücke jetzt hier auch die linke Maustaste und er hat mir hier so einen Punkt erstellt. Er stellt davon möglichst viele. Wenn euch das lästig ist, dass er hier immer so eine Punkte fängt, dann drückt einfach die String-Taste und ihr seid wieder frei in der Bewegung. Und jetzt erstellt einfach so die Kontur, wie ihr sie haben wollt. Ich drücke hier möglichst lange immer die String-Taste und versuche auch möglichst viele Punkte zu setzen. Wenn ihr hier das Problem habt, dass er hier schon über die Mittellinie rausgeht, dann macht es lieber folgendermaßen. Sagt, dass das jetzt hiermit beendet sein soll, indem man da den Haken drückt und setzt hier einfach nochmal auf dem Endpunkt ein Spline an, bis hier oben hoch. Dann habt ihr wenigstens eine gerade Spitze. Mit Escape den Modus wieder verlassen und jetzt kommt das zum Tragen, was ich euch gesagt habe, möglichst viel dann die linke Maustaste betätigen, um so möglichst so viel wie möglich an Punkte zu entwerfen, weil wir können jetzt nämlich hier jeden einzelnen Punkt anfassen und dementsprechend noch so verändern, die Kontur so verändern, wie wir sie haben wollen. Hier sehe ich schon, hätte ich lieber noch einen Punkt mehr setzen sollen. Aber ihr seht, auch so geht das einigermaßen. Wenn er hier wieder fängt, wieder die String-Taste drücken. Und ihr könnt hier wieder frei bewegen. Und jetzt könnt ihr schon mal gucken, wie das so einigermaßen aussieht. Hier oben finde ich das noch nicht so ganz so toll. Man kann das auch so hochfahren. Oder so. So geht das natürlich auch wieder eine Pfeilspitze, so dass ich das jetzt. Finde ich schön so. Wenn ihr dann die Kontur entworfen habt, wie sie euch gefällt, passt auf, dass ihr auch die Fläche hier wählen könnt, dass die Kontur also überall geschlossen ist. Skizze fertigstellen und jetzt nehme ich das Drehen. Gehe hier auf Profil, wähle hier meine Kontur, meine Fläche, mein Profil aus. Gehe auf Achse, nehme hier meine Mittellinie. Jetzt seht ihr schon, hat er mir ein rundes Modell daraus konstruiert. Mit OK fertigstellen. Und so sieht meine fertige Weihnachtsbaumspitze aus. Die könnte man jetzt schon drucken, aber ich finde die jetzt noch ein bisschen roh. Ich möchte da noch ein bisschen was mit reinbasteln. Ich erstelle mir hier eine Versatzebene. Gehe hier auch wieder von auf vorne drauf, nehme mir wieder die Fläche, fahre mit der rechten Maustaste hier so ein bisschen zur Seite. Die Fläche ziehe ich mir aus dem Modell hier raus. Tätige das mit Enter, wie viel ist egal, aber ihr könnt jetzt hier nochmal die Fläche so ein bisschen aufziehen. Dazu könnt ihr hier oben auf so einen Punkt gehen, habt ihr hier auch, und könnt hiermit so eine Fläche aufziehen. Ich erstelle mir eine Skizze auf dieser Fläche und projiziere mir jetzt die Kontur auf diese Fläche. Dazu gehe ich hier, was ich eben gezeigt habe, erstellen, projizieren. Ihr könnt auch P drücken, die Taste P, gehe auf projizieren. Er macht mir das hier auf. Ich wähle mir hier jetzt die Geometrie aus, gehe auf Körper und Projektionsverknüpfung. Drücke OK. Jetzt hat er mir hier so die Kontur erstellt und ich kann jetzt hier den Körper ausblenden. So, und jetzt kann ich frei wählen, was ich hier noch so drauf machen möchte. Ich erstelle mir hier zum Beispiel so eine Linie hin. Mache ich jetzt einfach mal so. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. 1 mm, okay. Da muss ich natürlich zusehen, dass das wieder alles geschlossen ist hier.
so. Escape, um den Modus zu verlassen. Hier oben mache ich jetzt auch noch irgendwas hin. Mache ich vielleicht. Ja, stell hier mal ein Polygon. Vielleicht so. 6 mm. Und dann nehme ich mir Linien. Mach das jetzt einfach mal so. Vielleicht ahnt ihr schon, was das wird. So, Modus verlasse ich mit Escape. Nehmen das Stutzen. Menü. Stutzen mir das hier so weg. Mir hier oben zum Beispiel einen Stern erstellt. Das ist jetzt natürlich nur zur Anschauung. Ihr könnt hier reinmachen, was ihr möchtet, was ihr wollt. Aber so könnt ihr halt mit jeglicher Form umgehen. Ich mache hier Skizze fertigstellen, blende mir den Körper wieder ein. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich gehe hier auf Extrusion, nehme mir hier meinen Stern, nehme mir hier unten den Balken, so nenne ich den jetzt, gehe hier auf Startebene aus Objekt und da wähle ich mir dieses Objekt hier aus und wähle mir hier unten 1 mm aus. Und jetzt seht ihr schon, stempelt er mir diese beiden Objekte 1 mm in meine Geometrie rein. Gehe hier auf Ausschneiden, damit er das auch prägt. Bestätige das mit OK. Jetzt hat er es natürlich nur auf eine Seite gesetzt. Jetzt kann ich hier noch auf Erstellen gehen, auf Anordnung, runde Anordnung. Kann hier auf Elemente gehen. Objekt wähle ich jetzt das aus und das Objekt hier unten, weil es in derselben Skizze ist, wählt er mir dann auch gleichzeitig noch mit aus. Und sage jetzt auf Achse. Gehe hier auf die runde Achse drauf. Jetzt mal 6 oder 4 sieht mir schöner aus. Das bestätige ich mit OK. Und schon haben wir unsere individuelle Weihnachtsbaumspitze erstellt. Das könnte man jetzt auch schon so drucken, aber nur mit einem Spiralmodus, mit Spiralisieren, weil er sonst einen geschlossenen Körper drucken würde. Wir haben ja hier Vollmaterial. Dem Ganzen könnten wir natürlich jetzt noch umgehen, dass man das jetzt nicht spiralisieren muss. Dazu kann man jetzt hier auf Schale gehen und drückt man hier unten auf die untere Fläche und sagt jetzt zum Beispiel 1 mm. Und schon füllt er mir jetzt die Weihnachtsbaumspitze bis auf eine Dicke von 1 mm aus. Bestätige das mit OK. Und so könnte man das jetzt auch drucken. Ohne Spiralisiermodus. Jetzt sehen wir aber, er hat auch die Sterne nicht durchgemacht und auch die Balken hier unten nicht. Wenn ich jetzt mal gucke, wie der Schnitt aussieht, da gehe ich hier überprüfen auf Schnittanalyse, gehe hier auf die Fläche drauf, wo er schneiden soll, sehe ich, er hat mir hier überall Wände vorgesetzt. Wenn ich diese nicht haben möchte, kann ich das noch folgendermaßen machen.
bestätige es hier wieder mit OK. Ich nehme hier unten in dieser Leiste, das ist hier die Vorschau-Leiste bzw. das, was ich schon alles gemacht habe, kann mir hier diesen Schalenmodus nehmen, linke Maustaste gedrückt halten und ziehe mir das vor den Extrusionsmodus, bevor ich Extrusion gemacht habe. Und jetzt sehe ich schon mal, hat er mir die Wände auf jeden Fall weggenommen, aber er hat es mir noch nicht durchgehend gemacht, weil ich gesagt habe, er soll mir das hier 1 mm einprägen, so wie hier unten auch. Und die Wandstärke ist hier auch nur 1 mm. Dazu müsste ich jetzt hier unten Doppelklick auf Extrusion machen. Und ich müsste aus dieser 1 mm mache ich jetzt 1,5 mm zum Beispiel. Bestätige das mit Enter. Und wir sehen schon, die Wand ist hier weg und er hat es freigemacht. Über die Analyse hier oben und dem Auge kann ich jetzt die Analyse ausstellen und wir sehen, dass das hier unten frei ist. Ich kann natürlich jetzt hier noch über Ändern sagen, die Darstellung mache ich jetzt anders. Ich gehe jetzt hier auf, ich sag einfach mal Kunststoff und nehme hier irgendwas Undurchsichtiges. Ich mache einfach mal Rot und ziehe mir das hier oben drauf. Somit habe ich die Weihnachtsbaumspitze eingefärbt und mit String 4 kann ich mir nochmal die Darstellung anders machen. So sieht das ein bisschen plastischer aus. Mit String 6 gehe ich wieder in den anderen Modus. So können wir das jetzt schon voll drucken, indem wir hier oben auf Werkzeuge gehen, über Erstellen, auf 3D drucken. Auswahl nehmen wir hier die Tannenbaumspitze. Netzvorschau mache ich nicht, weil das viel Rechenleistung ist, bringt mir auch nichts. Verfeinerung lasse ich hier auf hoch. An 3D-Druck, Dienstprogramm, senden kann man machen. Da habe ich zum Beispiel hier Cura reingenommen, gehe ich hier auf Benutzer definiert und sage ihm dann hier unten, wo die Startdatei ist von Cura, dass er mir dann Cura gleich öffnet. Oder ich lasse den Haken hier raus, gehe auf OK und kann mir hier so eine STL-Datei speichern und kann mir das dann anschließend in Cura reinladen oder in Slicer, je nachdem, was ich für einen Slicer benutze. Ja, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Unsere Weihnachtsbaumspitze ist somit erstellt. Das ist eine traditionelle. Was ihr daraus macht, ist euch überlassen, welche Form. Ich hoffe, dass ich euch hiermit ein bisschen was zeigen konnte, dass es euch weiterhilft in euren anderen Konstruktionen. Teilt meine Videos über Facebook oder andere Sachen. Und ja, freue mich dann über einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal. Wünsche euch natürlich auch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und sage Tschüss, bis bald, bis zum nächsten Video, euer Dennis von Druck dir das.